island! Yeah, hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories. Im letzten Mal sind wir hier auf der Insel des Schicksals angekommen. Tut mir leid für diesen abrupten Schnitt, aber ich habe es leider zu spät gesehen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. So. Er ist immun dagegen, okay. Ist er in dem Sinne kein Problem. So. Hier, komm her. Oh yeah. Ah, so läuft das hier. Ich verstehe. Hier, jetzt kriegst du den noch ab. Yeah, das schmeckt dir, hä? Huh? Omnischlag. Das hat funktioniert. Oh yeah. Und schon habe ich hier alle Karten wieder da. So, immer schön. Du greifst mir nicht an. Hat der gerade meine Karte gestochen? Ja, aber wenn ich die ganze Zeit seine Karten steche, dann kann ich ihm keinen Schaden zufügen. So, jetzt gibt's wieder Schaden. Jetzt gibt's wieder massig Schaden. Cloud, Omnischlag! Yeah! Wer braucht schon Sora? Schattenborn. Okay, I have to keep her safe. Naminé, can you hear me? Oh. Naminé. Sora, you really came for me. It's you. It's really you. I've been through so much just to see you. Yes, I wanted to see you too. But this isn't right. I must stop. I wanted to see you. But this isn't the right way. Naminé? I was lonely for so long. I just couldn't bear it anymore. So I called out to your heart and had you come all the way out to this place. You came for me and I'm so, so happy, but to your heart I had to. Don't worry. I'm here because I promised that I would protect you. Sora. Thank you. And I'm sorry. I'm not supposed to be in this picture. That's true. Naminé? That isn't me. I'm not there. I don't really exist inside your heart. I don't exist in anyone's heart. I never have existed anywhere. What? What are you saying? What's gotten into you? Weren't we inseparable? Always together? But then, you had to go away. I came here so I'd never lose you again. Was it really me you wanted to see? Of course it was. I know I've forgotten a lot of things in this castle, but never anything about you. Look, you gave this to me, didn't you? You have it. My good luck charm.
No, Sora. You can't believe me. What am I supposed to do? Think, Sora. Think just one more time. About who's most special to you. Call out to that piece of memory that glimmers faintly deep inside your heart. No matter how far away the light gets, your heart's voice will always reach it. Who's most special to me? That's an easy one. It's you, Nami. Oh. Wer war das? Ich erinnere mich nicht an sie, aber sie war mir so vertraut. Namine? Namine! Und ein neues Schlüsselschwert, Sternentreue. Das ich nicht gebrauchen kann, leider. Weil es nur ein 4er Angriffsschwert ist. Aber Sternentreue ist ein sehr gutes Schlüsselschwert. Ich will es euch nur mal zeigen. Da! Hat immerhin Angriff B plus und eine Stichauszeit von B. Ja, Stichauszeit B ist jetzt... Habe ich Besseres, wie zum Beispiel hier Stichauszeit Stern oder A. Aber es ist tatsächlich vom Angriff her das Beste, das ich habe. Aber es ist halt leider nur ein 4er. Und ein 4er brauche ich nicht. Weil, ihr kennt meine Strategie und für meine Strategie brauche ich... drei Schlüsselschwerter vom selben Typ, die zusammen einen Wert von Minimum 20 bis 23 ergeben oder noch besser von 24 bis 26. Denn bei 24 bis 26 entsteht der Schwertwurf. Und von 20 bis 23 ist es nur der Betäubungsschlag. Ein Schwertwurf ist wesentlich besser. Namine! It isn't you. The person most special to me, it's not you, right? No. The girl you really care about. The one who was always with you. It's not me. It's her. But then, who is she? 'Cause I can't think of her name. If she's so special to me, then why can't I remember? Because I went into your memories and... Let me explain this. Huh? Plain and simple. Your memory is a train wreck. You're not the one who's meant to protect Namine. It's supposed to be me! But you and your messed up memories are always in the way. Sora! Och, Riku! Seht ihr diese Kugel in seiner Hand? Das bedeutet, er macht ernst. Ist das etwas, was wir hören wollen von einem Riku? Dass er es ernst macht? Nein, das ist nicht das, was wir jetzt wollen. Aber, ich sollte ihn, glaube ich, schaffen. So, erstmal hier wieder mit Omnischlag ordentlich Schaden gemacht. Sehr gut. Wunderbar. Also ich muss sagen, es funktioniert unerwartet gut. Es funktioniert fantastisch. Was heißt hier unerwartet gut? Es funktioniert absolut fantastisch.
Oh mein Gott, Rico hat so keine Chance. Oh, das ist fantastisch. Oh, seht ihr, dass wir keine Chance hat? Ja, Kämpfe gegen Rico können mir richtig Spaß machen. Wenn er halt so richtig schön keine Chance hat. Oh mein Gott, wird das ein No-Damage-Run? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird ein No-Damage-Fight. Oh mein Gott. Oh mein Gott. No-Damage gegen Rico. Oh mein Gott. Oh, das macht Spaß. Kommt schon. Kommt schon, meine Freunde. Also, den Spaß, den dürft ihr mir jetzt nicht nehmen. Es tut mir leid, den Spaß dürft ihr mir nicht nehmen. Oh mein Gott, das ist ein No-Damage-Run. Oh, ich bin so glücklich. Oh, das ist fantastisch. Oh, wie schön kann das Leben sein. Ich will nichts hören. Ich hab hart dafür gearbeitet. Oh, endlich, Riku. Ich hab hart dafür gearbeitet, meine Freunde. Sehr hart. Oh, ist das fantastisch. Karten, die in Kombination verwendet werden, bleiben nachstockbar. Das ist geil. Das ist durchaus geil. Wenn ich nicht Elixier hätte. Ach, ich habe eigentlich ein richtiges Arschloch-Deck. Riku! Want some more? Ah! Sora! Riku! Looks like I win. Riku! Stop! You are through! I said stop! Riku? Riku? Riku! What did you do? What did you do to him? Broke his heart. I'd say more like she smashed it, really. Smashed? His heart? Then, what's gonna happen to Riku? Oh, you're so much fun to watch. If it's Riku you're worried about, then don't. Because Riku was never really here. What do you mean? Do you really think I'm just gonna say it? That's too easy. Oh, what to do? Quit the games! All right. Have it your way, then. I know it'll kill you to hear this, but I think I can live with that. That thing lying there is just a puppet that Vexen made as an experiment. No more than a toy. It's laughable, really. It called you a fake, but it was a fabrication all along. Not Riku. A fake? Fake in every possible way. It was only finished recently. How could it remember anything? You get it? Its memories with Naminé were just planted, not real. Yep, that means all this time it's been picking fights with you over memories that were counterfeit, trumped up, and completely bogus. Isn't that the truth, Naminé? Oh, so cute. But behind this little face, you do awful things. Naminé? You're so stupid. Don't you get it now? That's what Naminé's powers are about. She can enter, rearrange, and even create new memories of anything, even things that never happened. The girl you've been trying to protect all this time is really a manipulative witch who shackles people's hearts.
Then my memories are all... Oh, you do get it. Lies, lies, all lies. Just Naminé's illusions, nothing more. Binding you in the chains of your own memory was central to our trap. It makes me tingle to think how easily you were duped. So close to it, we were almost there. This was our only chance to turn the Keyblade Master into our puppet, but that jerk Axel, he used Naminé to betray us. So now, I'm left with no choice but to eliminate you. You'll pay. Don't! Huh? It's a little late for the witch to grow a conscience. Last time I checked, you're the one who fooled around with his memories creating this mess. I know, but... I should tell you that I'm in an extremely foul mood. Thanks to you, all our plans are ruined! Naminé! What's this? Are you upset? And you don't even actually know her. Maybe not. But still, I made a promise. What? A promise I made to Naminé to keep her safe. Maybe my memories are fake, but the promise is real to me. That's why I'll keep it. You're such an idiot. There is no promise, and there never was. You're just delusional. Must you insist on playing the hero? Whatever. If that's the way you want it, you're going down alone! Why did we just stop you? Huh? Donald! Goofy! You found me! Of course we did! We were worried about you! And we promised! We promised that we would protect you! You won't ever be alone. It's always been the three of us, and we stick together. And that is how it's going to stay. Okay. Have it your way. More pain for you means more fun for me. Larxene! Ich mag Larxene. Ich mag Larxene sehr. Sie ist so ein wahnsinnig toller Charakter. Und wir erfahren langsam ein bisschen mehr über Naminé. Nämlich, dass Naminé mit uns eigentlich gar nichts zu tun hat, wir sie eigentlich gar nicht kennen. Was habe ich dann aber gemeint, wenn ich sage, dass sie doch was mit uns zu tun hat? Obwohl sie nichts mit uns zu tun hat. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Ihr werdet es früher oder später verstehen, meine Freunde. So. Mit Cloud funktioniert es bei ihr leider nicht. Dafür sind ihre Karten echt zu stark. Sie hat wahnsinnig starke Karten. So. So, aber ich würde mal sagen, es funktioniert dennoch unerwartet gut. Aber ich wäre natürlich nicht ich, wenn ich es nicht weiter versuchen würde mit Cloud. Und es hat eiskalt funktioniert. Ah, so gefällt mir das. Ich mag es, wenn ein Plan funktioniert.
Meine Herren, die macht aber Schaden. So. Wunderbar, X. Ich hab gesagt, dass meine Taktik früher oder später funktionieren wird. Ich hab nie behauptet, dass sie schön ist. Aber sie ist für mich schön. So. Ja, man kann halt wirklich die ganzen Gegner in eine unendliche Schleife von Betäubungsangriffen locken damit. Und das ist fantastisch. Must be Naminé. It's good to meet you. We're friends of Sora's, and my name is... You're Goofy, and you're Donald. Yeah? What how did you know that? Congratulations, Sora. You finally found your friend. I'm so happy for you. Gee, there sure are a lot of questions. Naminé, I know this probably won't be easy for you. But could you tell us what happened? Of course. It's my fault after all. I took the people and memories that were inside Sora's heart. And little by little I replaced them with false memories. Hey, what about Sora's promise? Made up. It was fake. Sora never really promised me anything. Me being with him on the islands, that was a lie, just like everything else. We never met. I was never Sora's friend. And you were never anything more, either. No. You see, in all of your true memories, I was never really there. Gee, then that must mean it was your magic that made the rest of us lose our memories, too. Is there any way for us to ever get them back? I can fix everything. If we go to the 13th floor. But Marluxia, he... Bet I know who that is. Was he the fella who made you tamper with all of our memories? If I didn't obey, he said I'd be locked in this castle forever. I've been alone for so long. So you did what he told you to do because you were lonely? I'm so sorry. Don't be. Please don't cry. Oh. Of course. I know I really don't have the right to. That's not what I meant. What? It's like this. I'm really not happy about you messing with my memories. But... you know, I can't really get mad at you for it either. These memories you gave me. In my head, I know they're lies. But they still feel right. Like the promise I made. I said I would protect you and that I wouldn't make you cry. Not ever. Naminé, if you cry now, I'll feel guilty, like I let you down. So don't cry. Please. Until I get my memories back, smile and try to be happy. It's easier on me that way. Sora. Oh, brother, that's a bit much. It's okay.
Sora always gets like this every time he's around a girl. Aw, cut it out. I thought you both lost your memories too. Too bad. Good friends don't forget the good stuff. Come on. There. That's it. That's the Naminé I remember. Yeah, I really liked it when you used to smile. Of course, that was really only in my fake memories. But what I'm feeling now definitely isn't fake. It's real. Thank you. Well then, let's go. Oh boy! I can't wait to get my memory back! Naminé? Marluxia is gonna be up there, so maybe you'd better stay down here. Yeah. Maybe you could look after Riku? We'll come get you when it's over. Okay. Please be careful, Sora. I'll be okay. I promise. Memoir erhalten. Ich glaube, das müsste sogar das stärkste Schlüsselschwert sein. Ich bin mir gerade aber nicht sicher. Wobei, nee, warte mal, gab es nicht sogar Ultima? Oh, es gab, glaube ich, sogar Ultima. Oh, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich kann es gerade wirklich nicht sagen. Auf jeden Fall ist es sehr schön, sage ich jetzt einmal mit Naminé. Und ich mag sie. Ich mag sie sehr. Ich überlege jetzt gerade, ob ich nicht einfach Blitz rausnehmen will. Dann die Karten hier nach oben rutschen, hier unten dann einfach ein weiteres Elixier mit dazu tue. Weil es einfach mein Finale-Elixier. Weil, naja, aus Gründen. Ne? Und dann könnte ich eigentlich auch die Heilung hier unten hin tun. Also Heilung und Elixier vertauschen. Würde Sinn machen. Kann ich alles noch machen. So, aber ich würde mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns hier an Ort und Stelle wieder. Das Spiel geht ganz langsam für sich in seine heiße Phase. Denn es heißt, im 13. Stock kannst du uns helfen, wir sind jetzt im 12. Marluxia erwartet uns noch. Und das wird nicht schön. Das wird alles andere als schön. Und ein kleines bisschen erwarten schon noch. Und wie gesagt, ich muss auch noch sehr viel leveln, damit ich auch nur ansatzweise eine Chance gegen Marluxia habe. Und deswegen würde ich mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns einfach hier an Ort und Stelle wieder. Also gut, meine Freunde, das war dem Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.